Deutschland im Jahr 2021. Das einstige Vorzeigeland ist bei Bauprojekten zu einem planungspolitischen Pflegefall geworden. Stuttgart 21. Der Hauptstadtflughafen BER. Die Elbphilharmonie. Eine Kakophonie des Scheiterns. In Aachen kommt es zum nächsten Super-GAU beim Bau. Diesmal geht es um eine Brücke. Es war immer schon ein Kindheitstraum, eine eigene Brücke zu besitzen. Diesem Traum ordnet der Aachener Internetmilliardär Julian Bam alles unter. Wie bei jedem überdimensionierten Bauprojekt wurden auch hier Bauvorschriften missachtet, mit schwerwiegenden Folgen. Wir hatten halt ein schwieriges Dilemma gehabt noch, dass wir die Brücke einmal rausnehmen mussten und wieder reinsetzen mussten, weil die war 1 Millimeter verschoben. Aber das Ding wiegt halt auch 200 Kilogramm. Für die umfangreichen Baumaßnahmen musste sogar ein Spezialbagger aus Chile eingeflogen werden, wie diese exklusiven Aufnahmen beweisen. Ja, ist gut. Im Umfeld des Bauherrn regen sich nun erste Zweifel am Jahrhundertprojekt. Ja, die ist scheiße. Das ist eine Brücke für nichts. Da ist Boden. Da ist drunter Boden. Warum braucht man eine Brücke für einen Boden? Ich glaube, es ist ein sehr dunkles Kapitel. Ich war jetzt zuerst schockiert, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass jemand sowas machen würde. Ne? Aber Bauherr Julian Bam will von Kritik nichts wissen. Er sieht in der Brücke etwas Größeres. Wir haben hier verschiedene Wege, die nur über die Brücke bequerbar sind. Und es ist ja auch das fehlende Stück hier. Wäre die Brücke nicht da, hätten wir einfach ein grünes Loch hier. Hätten wir Wiese hier. Wir haben ja genug Wiese hier schon überall. Eine fragwürdige Sichtweise. Auch wehrlose Kreaturen werden nun unverschuldet in das Brückendebakel hineingezogen. So, hier haben wir Emma. Auch Emma verweilt hier sehr gerne. Ne? Ist auch so sein Zufluchtsort hier. Unfassbar. Wie die Kostenexplosion des Großprojekts. Der Stein allein hat 400 Euro gekostet. 400 Euro? Mhm. Das ist auf jeden Fall zu viel. Also auch 1 Euro wäre zu viel für eine Brücke über den Boden. Enttäuscht wenden sich nun einstige Weggefährten ab. Wir haben gesagt, wir würden dann es meiden, hier hinzukommen vor Ort und eigentlich dann auch nach der Corona-Pandemie es weiter bevorzugen, mit Julian im digitalen Austausch zu bleiben, damit wir uns das vor Ort nicht mehr angucken müssen. Ein weiteres Kapitel im großen Buch deutscher Baudesaster. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?